Yes! Wir haben es geschafft, die Tara ist da. Die Tara war heute wieder unterwegs wie Sau, ne? Hast du erzählt? Ich muss immer. Du bist immer busy, busy. Ja. Das ist ja dein Hauptjob, ne? Mit dem Modeln und alles, was drumherum anfällt, ne? Genau, also ich mache das mit dem Modeln jetzt, 3 Jahre, glaube ich. Mhm. Aber natürlich, vorher habe ich das umsonst gemacht, sage ich jetzt mal. Also hobbymäßig, ne? Man kann ja nicht einfach jetzt so ankommen und sagen, ja, ich nehme jetzt Geld dafür. Also ich habe keine Erfahrung. Natürlich Erfahrungen gesammelt, das Portfolio aufgebaut, in Firmen reingegangen, Modelkarteien und alles. Und dann hat sich das dann halt so ergeben irgendwann, ja. Inzwischen kannst du davon leben? Inzwischen kann ich davon leben. Krass, cool. Ich habe auch, ja, aber ich sag mal so, es ist halt auch so gewesen, also es ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Also man muss halt schon echt gucken, dass man sein Geld zusammen hat. Und man lebt auch mal von Nudeln mit Soße, so, aber so ist das. Und seit 3 oder 4 Monaten, das wäre jetzt hier aber mein Outing, quasi, okay. Mache ich als Pin-Up-Model hauptsächlich Webcam, aber da verdiene ich halt, ja, ich kann mich nicht beschweren, okay. Sagen wir es so. Ja, ja, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine Grundlage. Und jetzt, ne, bin ich halt nicht mehr auf jeden kleinen Modeljob angewiesen, sondern kann mich wirklich für die Sachen entscheiden, wo ich auch wirklich Bock drauf habe. Ja. Ja, das ist ganz cool. Hast du ursprünglich was gelernt oder hast du das so direkt nach der Schule so angefangen? Oder wie war das? Ich habe meinen Werdegang, was die Schule anging, war sehr hoch und runter. Also ich habe meine Schule, glaube ich, abgebrochen damals. Und dann habe ich meinen Realschulabschluss auf einer Abendschule nachgeholt. Und aktuell hole ich mein Abitur auf einer Abendschule auch nach. Weil, ja, also ich gehe jetzt weder davon aus, dass ich das mit dem Webcam, bis ich 60 bin, machen kann. Ja. Und das mit dem Modeln halt auch nicht. Also sollte ich so mit 30, 35 was studiert haben. Ja. Was hast du da so ins Auge gefasst? Ja, also es gibt viele Sachen, die ich cool finde. Es gibt leider nicht so viele coole Sachen, die man so machen kann, ohne Geld zu bezahlen an Studiengängen. Mhm. Das nervt mich. Jetzt habe ich ja Gott sei Dank die Möglichkeit dazu und denke sowas wie Sexualtherapeutin oder so, finde ich cool. Ganz geil. Ja. Ja. Ah ja, du bist da, glaube ich, auch, ich habe da mal irgendwie was gelesen, du bist da auch relativ offen in die Richtung, ne? Dass du viel über, wie heißt nochmal, polyamoröse Beziehungen, stimmt das? Ja, genau, also ich habe immer offene Beziehungen bisher gehabt. Ja. Seitdem ich denken kann, gut, meine, glaube ich, allererste Beziehung war nicht so, ist ja ganz klar, aber danach war es immer so, dass es auch von mir aus kam. Nicht, weil ich nicht mich für eine Person entscheiden kann, sondern weil ich mit jemandem zusammen bin und mein Leben mit jemandem verbringen will, wirklich. Ne? Also ich bin nicht mit jemandem zusammen, wenn ich den nur gut finde, weil dann kann ich auch eine Affäre mit dem haben, das finde ich Quatsch. Mhm. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, bis ich 60 bin, nur einen Sexualpartner zu haben. Also es ist so einfach, ich bin da ehrlich zu mir selber und wenn ich mit einem Partner neu zusammenkomme, sage ich dem das auch direkt. Und natürlich nicht direkt, wenn man jetzt 2 Monate zusammen ist, dann sagt man jetzt nicht direkt, ja, ich gehe jetzt mal zum nächsten so. Aber so wenn die erste große rosa-rote Brille abgelegt ist, dann kommt das halt schon so mal vorher. Ja gut, aber es sind ja sowieso, müssten ja sowieso eher offene Leute sein, wenn du ja auch, ne, viele recht freizügige Bilder hast. Und ja, ne, das stimmt. Der Webcam, das ist ja, ne, da würde ja jetzt nicht jemand ankommen und sagen, ja, da darf sich nicht mehr zeigen, da wird es ja direkt zumachen. Ja, da würde ich wahrscheinlich auch gar nicht die Person interessant finden. Ja. Wie fing das denn bei dir an mit den Fotoshootings eigentlich? Ich habe selber mal Fotos gemacht, tatsächlich. Und ein befreundeter Fotograf hat mich zu so einem, also der hat mich irgendwie gefragt gehabt an einem Abend, ob ich Zeit hätte, um Lichtdouble zu sein, weil der am nächsten Tag ein wichtiges Shooting hatte. Ach so. Und dann, um halt das Licht schon mal aufzubauen, habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Und dann meinte er, bring einfach 2, 3 Klamotten mit, vielleicht können wir 1, 2 Fotos machen. Da habe ich gesagt, nee, ach Quatsch, so will ich gar nicht. Aber habe mich dann überredet, ich habe 2, 3 Fotos gemacht, habe 1 als Anzeige und Profilbild bei Facebook genommen. Und da hat mich der erste Fotograf angeschrieben, der zweite, der dritte, der vierte und dann ging's los. Genau, ja. Hattest du da schon relativ viele Tattoos oder war das noch relativ unbefleckt im wahrsten Sinne des Wortes? Also ich hatte schon 2, 3 Tattoos, aber jetzt nicht so extrem, wie es jetzt ist. Mhm. Das nicht, das kam erst durch die Zeit, aber es war eigentlich abzusehen. Ich bin eigentlich in allem eine sehr extreme Person, deswegen. Ja, wie fing das an bei dir mit den Tattoos? Mit
15 war ich auf einer Klassenfahrt in London und da habe ich einen Führerschein gefunden und ich war ja immer Rebell und so und keine Ahnung. Achso, du hast einen gefunden, der gesagt hat, du wärst älter dann oder was? Ja, ich habe einen auf der Straße gefunden und dann, ja, dann bin ich in 3, 4 Tattoo-Studios gegangen, bis sie mir geglaubt haben, dass ich das bin. Und dann haben die mir so einen kleinen Notenschlüssel hier hingestochen, extra so in der Größe, dass mein BH da drüber geht, damit meine Eltern das auch nicht sehen, wenn ich jetzt im Schwimmbad mit denen bin oder so. Und? Ja. Hat es geklappt mit dem Verstecken oder kam es raus? Ich bin eine Person, ich kann nicht lange mit meinen Eltern das vorenthalten. Also auch das jetzt mit meinem neuen Job. Ich mache es jetzt 4 Monate und ich habe, also nach 3 Monaten war bei mir schon so, boah, ich kann das nicht länger nicht sagen. Auch wenn ich eigentlich, sage ich mal, also ich wohne ja nicht mehr bei meinen Eltern, schon lange nicht mehr und wir haben vielleicht einmal die Woche Kontakt, aber trotzdem, also ich weiß nicht, ich kann nicht so lange sowas für mich behalten. Und wie war die Reaktion da? Also meine Eltern sind eh sehr konservativ, also sehr konservativ. Also ich habe eigentlich schon sowieso mit allem bei denen verkackt. Also das Ding ist eigentlich, macht es jetzt im Braten auch nicht mehr fett. So, aber war trotzdem, ich dachte, also mein Vater weiß es noch nicht, vielleicht nach dem Interview, vielleicht sage ich es dem auch schon vorher. Aber, also meine Mama war so, ja, ich habe mich schon gewundert, warum du so viel Geld hast und wieso wir so große Weihnachtsgeschenke gekriegt haben und so. Und ja, hat sie gesagt, sie hat sich sowas denken können, aber man stellt sich darunter ja auch immer so unglaublich krasse Sachen vor. Ja. Das ist ja gar nicht so. Also das ist nicht so, wie man denkt, wirklich nicht. Mhm. Also es ist echt Kindergarten gegen das, was man sich ausmalt. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja meistens, dass man irgendwie alles denkt, das wäre so unglaublich schlimm. Und Aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Eben. Also ich bin auch ganz entspannt. Wann wusstest du denn nach dem ersten Tattoo, was du dir da erschlichen hast, dass es bald mehr gibt oder dass es das zweite und so weiter? Oh, also ich, wie gesagt, ich war schon immer ein extremer Typ. Mit 13 oder so war ich extrem in der Emo-Phase. Ich glaube, die haben auch relativ viele mitgemacht, ja genau. Und da habe ich mich auch schon so extrem geschminkt, habe mir so Piercings, überall so Fake-Piercings. Also ich habe mich nicht getraut, mir selber welche zu stechen, das kam später. Mal reingemacht und war da schon extrem auffällig gekleidet immer. Also ich weiß nicht, für mich hat es immer irgendwie dazugehört, sich so selbst darzustellen. Mhm. Ja. Welche Tattoos sind denn bei dir so die dich am besten repräsentieren? Oder kannst du das gar nicht so? Boah, nee, das kann ich überhaupt nicht. Aber die sind alle so schwarz, ne? Schwarz-weiß. Ja, fast alle. Also ein paar sind auch mit Farbe. Hier habe ich noch Farbe. Am linken Bein habe ich... Hast du nicht den Arm auch angefangen, schwarz zu machen? Ja, genau, den habe ich schwarz. Voll up-to-date hier. Genau. Aber es hat sich leider entzündet. Oh nein. Deswegen muss ich es nochmal nachstechen. War da denn was drunter oder wolltest du den Ja, da war was drunter. Also einer meiner ersten großflächigen Tattoos. Und ja, die Leute auf der Straße haben mich auch übelst oft drauf angesprochen. Meinten, oh, das ist voll das schöne Tattoo. Und ich dachte mir so, weil ihr habt keine Ahnung. Also das Laufvolk... Ja, das war kein schlimmes Tattoo. Das war auch eine Nonne, wie auf der Seite. Mhm. Aber halt nicht so sauber gestochen. Also für den Otto-Normalverbraucher, der nicht in dieser Szene ist und nicht weiß, was gut ist, ist das schön gewesen. Keiner fand das extrem hässlich. Aber wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dann fängt man halt auch an, kritischer zu werden und so. Und dann gefällt einem das dann halt nicht mehr so. Ja, man sieht ja dann auch mehr und dann findet man raus, was noch alles möglich ist. Ja, genau. Und was es für gute Künstler gibt einfach auch, ne? Wie ist das grundsätzlich so in der Szene? Ich sage das Wort immer so ungern, aber hast du da auch schon so viele Bekannte und Freunde gefunden? Gehst du auf Conventions und triffst da Leute? Also was heißt Bekannte und Freunde? Ich halte meinen Freundeskreis eigentlich ziemlich klein, muss ich sagen. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich durch das freiberufliche Arbeiten kaum Zeit habe. Also ich möchte mich dann lieber intensiv auf 3 Leute beschränken, als dass ich dann hier und da und... Also ich treffe mich auch gerne mit 9 Leuten, ich gehe auch gerne was trinken oder so, wenn ich die Zeit dazu habe. Auch mit 9 Leuten gar kein Thema, aber wirklich so der enge Kreis sind 3 Leute und die haben überhaupt nichts damit zu tun. Also gar nicht. Die waren schon vorher da und also das sind jetzt keine, die neu dazugekommen sind. Natürlich kenne ich Leute und man schreibt sich auch mal und wenn die dann zum Beispiel hier sind in meiner Stadt, dann dürfen die auch gerne bei mir übernachten und so. Das ist gar kein Thema, da bin ich total offen. Ja. Aber ja, Freundschaft definiere ich halt sehr anders als
kann ich mir vorstellen. Ja, das sind dann Leute, die kennen einen von Anfang an. Ja, genau. Ja, das kenne ich auch ein bisschen. Hast du einen Stammtätowierer, wo du immer hingehst? Ja, würde ich schon sagen. Also natürlich, ich habe auch gesammelt und auf Conventions, wenn mir irgendwas gefällt, dann nehme ich das auch gerne mit, irgendwie so als Lückenfüller. Aber ich habe eine Tätowiererin, auf Ewig heißt die, in Bonn. Mhm. Die macht relativ viel bei mir. Die hat mein Dekolleté gemacht, die macht das auch noch komplett zu. Die hat meinen Bauch gemacht, die hat das ganze rechte Bein gemacht fast, ja. Also ich habe von ihr einer ihrer ersten Tattoos, die sie angefangen hat zu machen, damals vor 3 Jahren oder so bekommen. Deswegen, also, wir kennen uns schon sehr lange. Hast du denn irgendeine, ich sag mal, Grenze? Also im Gesicht hast du ja auch schon ein bisschen was. Ja, ja, aber genau. Hast du irgendwas, wo du sagst, nee, das lasse ich definitiv frei? Oder bist du da eher offen und lässt es auch zu? Egal, bei was, außer was angeht, was anderen Menschen schadet oder Lebewesen schadet. Also alles, was mich betrifft, egal was, sage ich niemals nie. Niemals, weil ich mache das schon seit Jahren so und ich sage immer, ich sage niemals nie, weil es kann sich ändern. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt mache. Und deswegen, also, ich will mich da niemals auf was, ja, einschränken, mich selbst einschränken. Dann nachher, ja, ich habe das immer gesagt und dann kann ich es nachher nicht einhalten. Ja. Nö. Ja, ja. Ja, das ist doch auch eine ganz gute Einstellung. Du kannst dich auf jeden Fall nicht festnageln. Ja, genau. Kann nachher keiner ankommen und sagen, du hast auch das und das gesagt. Ja. Weil damals habe ich nämlich einer bei meiner ersten Fotografin, wo ich war und immer noch regelmäßig hingehe, die meinte zu mir, als ich das erste Mal bei der Akt gemacht habe, meinte die, damals hast du gesagt, das würdest du niemals machen. Und seitdem habe ich gesagt, echt, ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich rede auch gerne und viel. Und nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann, also keine Ahnung, ich bin auch total vergesslich noch dazu. Und deswegen, ja. Deswegen sagst du lieber gar nichts mehr in die Richtung. Ja, genau. Dann kann nichts passieren. Jetzt bin ich auch gerade vergessen. Ich wollte ja gerade auch noch was fragen. Komisch, ich frage immer Sachen. Was war das nochmal? Du hast mich auf jeden Fall gerade gefragt, ob ich irgendwelche Grenzen habe von Tattoos. Und, ja, genau. Ach ja, ich wollte wissen, wie du so bei den Motiven vorgehst, wie du dir die aussuchst. Oder ist das auch eher spontan? Spontan, und bei meiner Tätowiererin, wo ich regelmäßig hingehe, die darf das komplett entscheiden. Achso, du gehst hin und sagst, ich habe jetzt das Dekolleté, das wird als nächstes, was machst du? Oder gehst du noch nicht, sagst du nur, such dir was, was frei ist und mach was, oder? Nein, also ich habe zum Beispiel, also ich habe jetzt nicht mehr große Flächen frei. Ja. Die hat sie ja schon zur Verfügung bekommen. Also das Bein zum Beispiel, habe ich gesagt, ich möchte eine Meerjungfrau haben, die soll große Brüste haben. Kann ruhig auch nackt, also umrum nackt sein, ist nur ein Problem bei Social Media, weil ich schon Bilder gesperrt bekommen habe deswegen. Ach, krass. Weil ich nicht mein Tattoo zensiert habe. Ja, ich habe auch eine Meerjungfrau und ich habe aber extra so eine Strähne Haare vor die Brustwarzen gemacht, weil ich gedacht habe, die einzigen Brüste an meinem Körper sollte ich selber haben. Ach so. Das war so meine Herangehensweise. Nee, ich dachte so, das ist, man muss da drauf gucken und sich denken, boah, ist die geil. Also ist auch so, finde ich auch so, aber genau das habe ich ihr gesagt, mehr nicht. Und den Rest konnte sie selbst halt entscheiden. Und ich habe noch nie gesagt, nee, gefällt mir nicht, weil ihr Stil ist einfach das, was mir zusagt. Ja. Ja. Und weißt du schon, was als nächstes kommt, ein Tattoo? Ich habe ja nicht, also ich habe ja nur noch so Lückenfüller, deswegen. Findest du das schade? Du guckst gerade so traurig. Ja, schon, aber naja, nächstes Leben oder so, ich weiß nicht. Ich habe noch den ganzen Rücken frei und da würde ich halt nach Polen zu gehen, zu einer Tätowiererin, weil die kenne ich über Social Media. Mhm. Und ja, die macht echt schöne Sachen. Aber da will ich dann wirklich von Schultern bis über den halben Po alles wirklich ein Riesenbild haben. Ja. Weil ich finde, das ist so eine schöne Fläche, die und darf weißt, man nicht. Weißt du schon was, motivmäßig? Ja, also ich kann natürlich sich auch noch ändern, wenn ich der jetzt zum Beispiel das nenne und dann nachher hat sie noch neue Ideen oder so, kann sich das Tattoo ja auch verändern. Aber so meine Grundidee ist sowas, also ich bin jetzt kein Antichrist oder so, aber ich bin kein Freund von Religionen, sage ich jetzt mal so. Und ja, da wollte ich einfach einen Jesus haben, der so im Rosenkranz auf mit so Blut runterläuft und so Pentagrammen in den Hintergrund, also so Hexenzeichen auf dem Leib. Ja, so. Cool. Gibt es sonst irgendwas in diesem Jahr, worauf du dich schon freust, was schon geplant ist? An Shootings oder an Conventions oder an irgendwas, was du vorhast? Dieses Jahr ist auch schon wieder richtig viel voll. Das Ding ist, also bei den Shootings, die ich halt habe,
wenn ich die halt über meine Agenturen habe, dann darf man halt ja noch nicht darüber reden, weil das dann halt für Labels ist. Und da habe ich ein paar Sachen. Und Conventions werde ich sicherlich auch sein. Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine feste Zusage, weil ich habe ja auch ab und zu schon Conventions moderiert. Da habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, noch gar nichts dieses Jahr, aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich mich halt jetzt momentan eher auf meinen anderen Job mehr konzentriert habe, weil das neu ist und interessant ist für mich. Ja. Dann habe ich das so ein bisschen zurückgeschraubt. Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Danke. Und ich frage immer am Ende, so zum Ende hin, ob ich alles gefragt habe oder ob du noch was Bestimmtes erzählen möchtest, ob dir noch was auf der Seele brennt. Oder ob jemand anders noch was fragen möchte. Könnt ihr es runterschreiben? Ja, genau. Dann gucke ich nachher unter dem Video. Genau. Dann antworten wir da noch ein bisschen. Ja, genau. Nee, eigentlich nicht. Okay, das heißt, ich habe gut gefragt. Ja, sehr gut. Dann würde ich dich knuddeln. Okay. Und dir danke fürs Interview. Dankeschön. Oh, du fängst. Ja.